Ja, wir sind hier auf dem EduCamp 2014 in Frankfurt und neben mir steht Jean-Paul Martin und Jean-Paul Martin macht eine Session heute im EduCamp zum Thema Wie wird der Mensch glücklich? Jean-Paul, wie wird der Mensch glücklich? Na gut, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stößt man zunächst mal auf Maslow, auf diese Bedürfnispyramide und das ist auch richtig, das ist ein guter Einstieg. Ich habe allerdings festgestellt, dass was wichtig ist, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis ist die Informationsverarbeitung. Also unser Gehirn ist so strukturiert, dass die Verarbeitung von Informationen uns in Flow versetzt, je nach Struktur der Information. Und diese Flow bewirkt, je öfter, desto mehr, immer wieder Glücksmomente. Und wenn jemand in einem Raum ist, wo er keine Informationen zu verarbeiten oder schlecht, dann ist er unglücklich. So wie einfach. Wie schaffe ich mir Räume, in denen ich zur Informationsverarbeitung angeregt werde? Na gut, also viele Menschen sind in einem Beruf, wo sie viele Projekte durchführen und dieser Beruf vermittelt denen sowieso solche Strukturen. Aber wenn man nicht solche Strukturen hat, wenn man fremdbestimmt ist oder wie ich eine Zeit lang im Ruhestand, was heißt eine Zeit lang, in den Ruhestand geraten bin, dann muss man aktiv solche Räume gestalten und beispielsweise in dem Feld, in dem man sich bewegt, Projekte durchführen mit Menschen, Ziele ansteuern und dann wird man versorgt mit Informationen, die einen immer wieder diesen Effekt vermitteln, was ich gerade beschrieben habe. Was sind deine Projekte, die dich glücklich machen? Na gut, also jetzt ich lebe in Ingolstadt, eine Stadt mit 135.000 Einwohnern und musste nach der Pensionierung mich peu à peu in unterschiedlichen Gruppen einleben, zunächst mal auch überhaupt bekannt machen und Projekte mit denen durchführen, zum Beispiel die Eroberung der Stadt, dass man sich ein Wissen über die Stadt aneignet, das ist jetzt ein Beispiel, oder auch Dinge wie, ich habe einmal im Monat eine Disco für alte Menschen zwischen 60 und 80. Das macht ihn auch glücklich und das ist auch so ein Projekt und ich habe eine ganze Menge von solchen Projekten. Du bist jetzt berühmt in Ingolstadt. Ja, also richtig berühmt, natürlich ist schwierig das zu ermessen, aber es ist mir tatsächlich gelungen in vielen Zeitschriften voran zu sein mit meinen Projekten und es ist wichtig ein Ruhm oder was habe ich gesagt, Ruhmraum zu schaffen, das habe ich heute Nacht, ist mir eingefallen, Ruhmräume zu schaffen, weil natürlich man viel kontaktiert wird von anderen Menschen und die liefern Anlässe zur Informationsverarbeitung. Gut, das halten ja viele Leute für ein egoistisches Motiv, ne, oder so, dass man sagt, man schafft sich Ruhmräume. Naja, weil das Wort Ruhm natürlich ein bisschen schlecht markiert oder konnotiert ist, aber wenn man das nüchtern betrachtet, verschafft natürlich viel Aufmerksamkeit wiederum, dass viele Menschen sich mit einem beschäftigen und zum Nachdenken zwingen. Und das ist der Effekt, den ich verfolge. Also nicht Ruhm an sich, mit Eitelkeit verbunden, mit Emotionen, das ist klar, aber das ist nicht das Zentrale, sondern dass die Leute einen zu Konzeptualisierung auch zwingen. Also eine Sache ist ja, dass man selbst versucht, sich Informationsverarbeitungsanlässe zu schaffen, aber wie kann man das für andere Menschen bieten? Naja, indem man eben Menschen zusammenführt und Projekte durchführt, gemeinsam Wissen konstruiert. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den man in der Schule oder an der Uni machen kann. Aber viel spannender ist noch, wenn man Projekte, zum Beispiel politische Projekte, irgendwelche schlechte Dinge, die gerade sich entwickeln in der Stadt, bekämpft. Das ist alles, was intensive Informationsverarbeitung anleitet oder zwingt, ohne dass man das merkt. Also keiner würde sagen, ich mache dieses Projekt, weil ich Informationen verarbeiten möchte. Wie kann man als Lehrer schaffen, seine Schüler glücklich zu machen über den Ansatz? Na gut, also meine Methode war Lernen durch Lehren und ich denke, auf die Weise wurden sie glücklich teilweise. Glücklich ist übertrieben. Jeder merkt, dass es mehr so provokative Begriffe sind. Aber jedenfalls waren sie sehr beschäftigt, sehr intensiv der Zusatz war noch, dass ich Disziplinprobleme dadurch beseitigt habe. Das ist für Lehrer sehr wichtig. Ja. Bist du heute glücklich? Jetzt gerade sehr, ja, weil ich 5 Jahre sehr intensiv gearbeitet habe und endlich habe ich wieder was zu erzählen und deswegen bin ich da, sonst wäre ich gar nicht da. Okay, dann würde ich sagen, schönes EduCamp, oder? Dankeschön, ja, super bis jetzt. Allein, dass ich dich küssen kann.
Wunderbar.